Hallo meine Freunde und herzlich willkommen. Ich darf euch begrüßen. Ich freue mich natürlich sehr, dass ihr am Start seid und ich hoffe, ihr hattet einen geilen Tag und genauso gute Laune wie ich. Heute gibt's mal ein bisschen was anderes. Und zwar gibt's ja in League of Legends mittlerweile richtig, richtig viele Champions. An der Zahl sind es 144 und es hört nicht auf. Was ich persönlich ziemlich cool finde, das bringt immer neuen frischen Wind mit rein. Also beschweren kann man sich da eher weniger. Was ich euch auf jeden Fall sagen möchte, ist, dass die meisten Leute gar nicht mal über den Champion hinaus gucken. Das heißt, man weiß, hey, Champion X kann mit seinem Spell A stunnen, mit dem Spell B kann er springen und mit dem Spell C kann er fliegen, was auch immer. Aber das ist auch schon alles, was wir über die Champions wissen. Denn es gibt auch interessante weitere Sachen. Bei Mordekaiser, zumindest beim jetzigen, der Master of Metal, wie er ja auch tatsächlich heißt, hat jeder seiner Spells den Namen eines Songs oder einer Band aus dem Metal-Bereich, was ziemlich cool ist, muss man sagen, gerade für Metal-Fans, I guess. Dann gibt es noch ein paar Leute, die auch wissen, hey, der Champion hat die und die Hintergrundgeschichte, die Lore, die veröffentlicht ja Riot auch immer so ein bisschen. Und wir wollen nochmal so ein bisschen tiefer in das ganze Geschehen reinblicken. Das heißt, heute ist auf dem Programm Yumi, die magische Katze. Und bevor ich euch erkläre, worum es jetzt genau geht, würde ich sagen, fangen wir einfach an. Während der Entwicklung kriegen natürlich die Champions einen besonderen Namen. Ja, das heißt, sie kriegen noch nicht ihren finalen Namen wie Garen oder wie Mordekaiser, sondern irgendeine Art Abkürzung oder irgendwas, was sie beschreibt. Bei Yumi war das Catbook. Ja, Catbook, ich meine Katze und Buch, absolut selbsterklärend. Das erinnert mich so ein bisschen an Catwoman, wobei ja Yumi auch weiblich ist und auch eine Katze ist und ne, Catwoman. Und dann gibt es ja auch noch Catwalk. Ne? Was das alles miteinander zusammen zu tun hat, ich habe keine Ahnung. Wir werden es wohl nie erfahren. Yumi, wer hätte es gedacht, ist kein Yordle, denn sie ist natürlich eine freaking magische Katze. Aber sie war die Vertraute einer Yordle-Zauberin namens Nora. Und die gute Nora hat irgendwann mal zu Yumi gesagt, you and me, ne, und you and me, you, me, und dadurch hat Yumi gedacht, das wäre ihr Name, Yumi. Wenn wir jetzt ganz penibel sind, ne, ich nehme euch das weg, ich würde nämlich wissen, dass ihr das in die Kommentare schreibt, ihr kleinen Gauner, müsste sie ja eigentlich dann auch heißen You and me. You and me. Na, sie sagte nicht you, me, sondern you and me. Aber ist okay. Aber Riot, ich hab euch im Auge. Ne? I'm watching you. Ich hab euch im Blick. Macht nichts Falsches hier. You and me ist allerdings auch der Name ihrer W. Ja, wo sie zu einem Verbündeten springt, macht ja auch Sinn. Du und ich, ne, sind zusammen. Hey, best friends. F steht für Freunde und so weiter. Die, was und okay. Auf jeden Fall, was wichtig ist, ist, dass dieser Spell You and me ganz, ganz ursprünglich schon mal getestet wurde, und zwar bei Xayah und Rakan, wo diese entwickelt worden sind. Und da war die Idee, dass wenn einer dieser beiden stirbt, ja, sie waren ja unsterblich verliebt ineinander, glaube ich, keine Ahnung, weiß ich gar nicht, würde der Geist des anderen in den anderen übergehen und man könnte immer noch weiterspielen. Ja, das heißt, wenn Xayah zum Beispiel stirbt, dann geht der Geist von Xayah in Rakan und die sind da irgendwie zusammen und können was machen, oder halt umgekehrt. Ne, das war die ursprüngliche Idee, wurde dann nicht übernommen. Na, jetzt ist natürlich bei You and Me, hat auch nichts mit Seele oder irgendwas zu tun, aber es ist natürlich schon ein bisschen, ja, ne, ihr wisst schon. Later. Für alle von euch, die mein letztes Raten-Video gesehen haben, da war Yumi ja tatsächlich auch dabei und da haben wir über den Namen ihrer Passive gesprochen. Ja, im Englischen heißt sie Bob N Block und im Deutschen heißt sie Hop N Block. Ja, und ich hatte ja schon so ein bisschen gesagt, hey, ne, das hat irgendwie sowas damit zu tun, von wegen, man poppt den Gegner halt an, hoppt ihn an und dann blockt man den Spell. Und dieser Spell hieß nämlich ganz ursprünglich in der Entwicklung Protect and Attack. Ja, das macht ja im Prinzip auch Sinn, eigentlich umgekehrt, erst attackieren und dann beschützen. Naja, aber so weit weg war ich mit meiner Theorie da gar nicht. Ein Nudelstern für mich. Ja, ich gebe zu, war jetzt auch nicht extrem Sherlock, sorry. Achtung, Achtung, wichtige Information an alle Runterläufer. Yumi kann, während sie mit W auf einem Verbündeten ist, nicht als AFK gemeldet werden, beziehungsweise sie wird nicht als AFK markiert. Ja? Oft kommt ja so eine Nachricht, hey, du musst jetzt was machen, sonst wirst du reportiert und aus dem Game geworfen. Das geht bei Yumi mit der W nicht. Und ich habe mir so überlegt, das ist ja ziemlich broken. Bei diesen FF20 Games, da muss man ja, oder wo alle einfach nur noch an der Fontäne stehen und keiner mehr spielen will, da muss man dann ja immer warten und immer noch seinen Charakter bewegen, weil man sonst als AFK markiert wird. Da könnte man als Yumi einfach die W auf den Verbündeten machen und dann komplett chillen. Ist komplett broken, könntest eine Serie gucken gehen. Very, very nice. Wobei man natürlich da das Leben an einem anderen hängt. Wenn der hinten geht, ja GG. Während der Entwicklung von Yumi wurden einige Spells natürlich getestet. Man musste erst mal ein bisschen rumprobieren, bis man auf das Kit kommt, was wirklich gut ist. Einige Testversionen waren zum einen, dass sie eine Miniform
der Rise Ultimate hatte. Ja, das heißt, man könnte sich das wahrscheinlich vorstellen, dass sie sich selbst und den Verbündeten irgendwo anders hinwarpen konnte. Wäre natürlich very, very broken gewesen. Vor allem, wenn wir berücksichtigen, dass Rise natürlich ein Champion ist, der richtig, richtig viele Reworks bekommt. Unter anderem vielleicht auch teilweise ein bisschen wegen seiner Ultimate. Ganz schlechte Idee also. Die Yumi Q, da wo sie ihre Feder wirft, war ursprünglich so angedacht, dass sie das kurz aufladen muss und dann wie so eine Gatling Gun mehrere von diesen Dingern mit einem richtig schnellen Tempo wegballert. Bap, 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 bap. Das wäre übrigens genau der Sound gewesen, den sie gemacht hätte dabei. Das Problem dabei ist natürlich, klar, ne, dann kannst du es nicht mehr um Gegner herum manövrieren. Das wäre wahrscheinlich sehr, 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 sehr schwierig einzusetzen. Und deswegen hat man sich dann wahrscheinlich für diese Homing Missile, also diese lenkbare Rakete da, entschieden. Der letzte Spell, über den wir hier sprechen möchten, ist, dass sie eine Art Kugel werfen konnte, so ein Orb, was wie ein Bumerang funktioniert. Das heißt, sie wirft es und es kommt auch wieder zurück. Und während das Ding fliegt, konnte sie weitere Spells von dieser Kugel aus casten. Das heißt, irgendwelche anderen Projektile. Sie hatte dann natürlich ein anderes Spellkit als das, was sie jetzt hat. Und vielleicht wäre das ziemlich cool gewesen, wäre natürlich aber auch sehr, sehr schwierig gewesen und hätte natürlich auch sehr viel Ähnlichkeit mit Orianna gehabt. Wobei Orianna natürlich auch eigentlich, wenn man so möchte, halt nur die Kugel wirft und dann bleibt sie liegen. Während das bei Yumi natürlich eine fliegender Skillshot wäre und du während es fliegt Skillshots davon castest. Natürlich schwierig. Wer A sagt, muss auch B sagen. Das heißt, wer Yumi sagt, sagt auch Buch. Ja, das Buch, was sie dabei hat, gehört natürlich zu ihr und es ist das Buch der Schwellen. Zumindest auf Deutsch. Und dieses Buch der Schwellen ist von vielen Generationen von Yordle-Zauberern geschrieben worden, welche die verschiedenen Ein- und Ausgänge nach Bandle City studierten. Bandle City ist die Stadt der Yordles, ja. Annie zum Beispiel ist auch ein Yordle. Das Buch der Schwellen erhielt von einem der Vorbesitzer ein Bewusstsein. Ja, dadurch lebte es, dadurch konnte es Dinge tun, damit sich dieses vor jenen schützen könne, die Kräfte darin zum Bösen verwenden würden. Nora, die habe ich ja bereits erwähnt, sie war eine dieser Yordle-Zauberinnen und sie hatte das Buch und sie hatte ja auch Yumi. Und dadurch ist das Buch und Yumi zusammengekommen und wurden allerbeste Freunde fürs Leben. Aber Nora war dann irgendwann weg und seitdem suchen Yumi und das Buch zusammen Nora. Ja, schon seit über 4 freaking Jahren. 4 ist mehr als 3, aber weniger als 5. Während der Reise von Yumi und dem Buch natürlich, haben sie irgendwann Braum getroffen. You can always trust Braum. Und dabei haben die beiden so eine Art Deal gemacht, würde ich sagen. Das heißt, Yumi hat sich auf den Schultern von Braum ausgeruht. Ich meine, die Schultern von Braum, die sind wahrscheinlich einfach einen Kilometer breit, weil der Typ einfach eine Kante ist. Und hat ihn gleichzeitig aber auch vor bösen Schneegeistern beschützt. Und als Gegenleistung hat Braum ihr immer richtig saftigen, leckeren, schönen Fisch geangelt und gegeben. Also das ist wahre Liebe. Better Love Story than Twilight. Und möge Braum sie mit Fisch weiterhin versorgen, bis dass der Tod sie scheide. Ihr dürft jetzt ein Herz in die Kommentare schreiben. Und um dieses Gebiet abschließen zu können, schauen wir uns einmal noch ihren Skin an. Ja, zu Englisch Battle Principal Yumi, zu Deutsch heißt das ganz so viel wie Academia Direktorin Yumi. Ja, passt auch irgendwie ganz gut, ne? Sie hat dieses selbe Theme wie natürlich auch die ganzen anderen Academia-Skins, Ezreal Jace, Katharina Lux, das heißt, sie gehört da genau ins gesamte Bild mit hinein und ist natürlich offensichtlich eine Referenz zu, ich hoffe, ich spreche es irgendwie halbwegs so aus, dass Harry Potter-Fans mich nicht haten, Minerva McGonagall. Minerva McGonagall from Harry Potter. Und ja, ich meine, diese Figur muss ich sagen, ich bin kein Ultra-Harry Potter-Fan, hab's aber alle gesehen. Am Anfang, ne, fand ich sie, ja. Und mit der Zeit wurde sie aber immer sympathischer, muss ich sagen. Ne, das ist oft so in Filmen und Serien. Es gibt so Charaktere, die mag man am Anfang gar nicht. Und mit der Zeit findet man sie richtig, richtig, richtig cool. Ja, das war's mit dem Format. Ihr könnt mir jetzt unbedingt gerne sagen, wie fandet ihr dieses Format, diese Idee, findet ihr, ja, hey, das waren richtig coole Informationen, wusste ich alles gar nicht, hat mich echt interessiert, oder war das eher so, ja, nice to know, but no to need, das ist das neue Sprichwort, habe ich gerade entwickelt, oder sagt ihr so, nee, Tobi, kannst du dir knicken, rauchet dir rein, oder pfeifet dir sonst wohin, mach lieber andere Videos, dann könnt ihr mir alles absolut gerne in die Kommentare schreiben, ist immer sehr, sehr schwierig einzuschätzen. Außerdem, es gab letzten Sonntag ja leider keine One-Ones, weil bei mir PC-technisch alles ein bisschen verkackt hat. Das heißt, ich werde diesen Sonntag um 11 Uhr circa, es kann auch sein um 10 Uhr, vielleicht auch um 12, das heißt zwischen 10 und 12 wieder oder generell One-on-Ones machen um die Jace-Skins, ja, auch Academia, es geht alles hier zusammen. Und die könnt ihr natürlich gewinnen, das heißt, wenn ihr Bock habt, sehen wir uns Sonntag zum One-on-One
auf ein Stück Kuchen. Ich mag nicht so gerne Kuchen, außer es ist viel Schokolade und Vanille, dann ist okay.